Wie wird so eine Messung durchgeführt? Dazu befindet sich am Flex an der Vorderseite ein entsprechender Knopf. Dieser Trigger ermöglicht es, eine Messung auszulösen. Acht LEDs zeigen an, in welchem Bereich ich messe, und durch Bestätigen des Triggerknopfs wird die Messung ausgeführt. Der Wert, der dann unmittelbar in Echtzeit auf dem Display angezeigt wird, ist ein kalkulierter trockenschichtigen Wert. Durch Wiederholung der Messung werden die aktuell angezeigten Werte unmittelbar in dem aktiven Block abgespeichert und ebenso wird die im unteren Teil des Displays angezeigte Statistik permanent aktualisiert. Die Messwerte selbst, die aufgenommen wurden, können über Betätigen der Pfeiltaste grafisch nochmal dargestellt werden, beziehungsweise die letzten Messwerte im Maximum 12 werden nochmal numerisch dargestellt. Die Messungen selbst werden nach jedem Auslösen des Triggerknopfs direkt abgespeichert, in dem Fall in der Cloud, respektive hier im Local Server.